Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cube. Wir haben in der letzten Folge eine neue Fähigkeit dazu bekommen. Und zwar können wir jetzt Farben auf uns aufnehmen und ja, die letztendlich auf andere Dinge raufprojizieren. Und wir waren kurz davor in der letzten Folge durch diesen wobbeligen Gang zu gehen. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das Ganze verhalten wird. Oh, das ist irgendwie ein bisschen unangenehm. Oh. Ich kann mir vorstellen, dass man da gut seekrank werden kann, ne? Aber cool gemacht. Sieht interessant aus. Okay. Hier kommen die auch wieder zum Vorschein. Und es ist mal wieder ein Ballrätsel, ne? Die habe ich ja so vermisst. So, ich würde sagen, das scheint mir am ergiebigsten, oder? Warte mal. Wollen wir das nicht erst drehen vielleicht? Ich meine, man hat ja nicht umsonst so viele Optionen, oder? Wenn ich das jetzt erst drehen würde... Nee, das ergibt eigentlich auch nicht viel Sinn, ne? Doch. Ich glaube, das würde Sinn ergeben, tatsächlich, oder? Warte mal. Doch, klar. Also, warte mal. Wenn ich das nochmal wegnehme und stattdessen mit so einem Teil ersetze, dann hier gelb hinmache, aber erst, wenn der Ball schon angekommen ist. Oh Gott, meine Maus laggt mal wieder. Es ist mal wieder einer der Tage. Warte, ich starte kurz neu. So. Selbst für meine Maus ist es heute zu heiß. Ich meine, ja, verständlich. Bei mir sind heute... Ah, vergessen, dass das... Ist egal, das geht trotzdem, oder? Nee, es geht gar nicht. Was laber ich denn da? Jetzt würde das ja letztendlich nur mitfallen. Ich meine, es geht ein bisschen. Ja, doch, es funktioniert, okay. Sind gerade über 32 Grad oder so hier. Und huiuiui. Wärmster Tag dieses Jahr hier. Heute. Und ich entscheide mich dazu, ein Rätselspiel aufzunehmen. Aber der Ventilator ist am Laufen, also ich hoffe, man hört ihn nicht in der Aufnahme, aber ja. Ist auf jeden Fall sehr unangenehm. Aber ich bin ja eh jemand, der hohe Temperaturen einfach hasst. Ich hasse es. So, was möchte ich hier machen? Theoretisch könnte ich versuchen, den Ball hier rauffliegen zu lassen und dann hoch zu katapultieren und da oben eine Treppe hin platzieren. Problem ist nur, die Wahrscheinlichkeit, dass ich das hinbekomme in dem richtigen Timing, ist halt unwahrscheinlich. Also werde ich mal was anderes versuchen. Und ich probiere mich einfach mal rum. So, fahren wir das mal hoch. Falsche Richtung. Der Ball muss ja schließlich da drauf landen. So, genau, jetzt ist er nämlich wenigstens schon mal hier. Bringen tut mir das gar nichts, ne? Ich meine, gut, doch, er rollt schon mal hier rüber. Das ist ja schon mal etwas. Problem ist jetzt nur... Nee, es gibt gar kein Problem, oder? Ah ja, ich habe vergessen, dass sich das Teil da oben ja nicht mitbewegt. Ich dachte nämlich gerade, ich kann das Ding, das Grüne auch einfach verschieben. Ich habe mich gerade schon sehr smart gefühlt, aber nee, heute nicht. Ich probiere einfach mal was aus, warte mal. Einfach mal ausprobieren, ob das funktionieren könnte, diese Taktik. Ich meine, es geht in die richtige Richtung, aber ich kann da halt keine Treppe oder so hin platzieren. Deswegen das Ganze dann doch eher so ein bisschen, bisschen nutzlos ist. Oh, das kommt dem Ergebnis erstaunlich nah und ich habe jetzt, ich habe eine Vermutung. Eine leichte Vermutung, könnte man meinen. Und zwar platzieren wir einfach stattdessen dann die Treppe hier. Genau. Und jetzt sollte das doch funktionieren, oder? Ach Mist, nee, warte mal. Oh, das ist das Problem an der Treppe. Es muss ja eins rausgehen. Das heißt, rot wäre wahrscheinlich dann doch wieder besser. Aber rot ist halt nur in der Mitte. Nee, warte mal, jetzt sehe ich das Problem wohl doch eher. Warte mal. Das Problem ist eher, dass der Ball nochmal zur Seite muss. So, jetzt sollte es gehen. Ich habe ans falsche Problem gedacht. Aber jetzt geht's. So, und durch ist er. Ganz simpel irgendwie, ne? Naja. Das wiederum sieht nicht mehr so simpel aus. Und ich überlege gerade schon... Also, ich weiß jetzt schon, glaube ich, dass man hier rot reinpacken müsste. Nee, stimmt gar nicht. Stimmt nicht. Das ist immer das Blöde, weil es sind zwar drei Blöcke gegeben, aber diese drei Blöcke gelten halt nur für das gelbe Orb. Also,
wenn du einen roten Block hast, dann ist ja schön und gut, aber du kannst ihn immer nur in die Mitte platzieren. Das ist halt das Blöde, ne? Das ergibt halt nicht so viel Sinn. Auf jeden Fall werden wir hier schon mal versuchen. Wie gesagt, ich probiere einfach immer mal so rum und dann... Mit der Zeit ergibt sich eh immer mal was, ne? Das ist immer das Gute. Möchte ich hier mal so einen Sprung benutzen? Kann sein. Ah, das kommt mir jetzt schon ziemlich kompliziert vor wieder. Dann wiederum, warte mal. Der muss da eigentlich nur in die Treppe rein. Mal wieder. Aber einfach ist so schön gesagt, ne? Einfach ist so ein schönes Wort. So. Jetzt haben wir das Gegenteilige, aber ich möchte es ja so rum haben, dass letztendlich das Ganze wirklich wie eine Treppe funktioniert. Das heißt, wir stellen ihn jetzt einfach mal hier rauf. Und ich werde jetzt einfach mal... Ja, jetzt ist halt das Problem, wie halte ich den jetzt am besten auf? Am besten so, ne? Nee. Warte mal, so. Machen wir einfach wirklich die normale Treppenstruktur. Rollt er ganz leicht? Nee. Jetzt kommt nämlich das Problem ins Spiel, dass der natürlich keinen Anschwung hat, ne? Wir müssten jetzt eigentlich den so ein bisschen ankicken und dann, ja, ne? Irgendwie so in die Richtung. Geht natürlich jetzt nicht, das ist ja das Blöde. Wenn ich hier nochmal versuche, den hier rauszuschieben, sodass der mit Schwung rübergeschlagen werden könnte. Ich meine, der rollt immer mal wieder ein kleines Stückchen, von daher... Jetzt landet der darauf. Oh, das ist theoretisch... Das ist möglich, glaube ich. Warte mal. Das ist, glaube ich, gar nicht so eine schlechte Taktik, die ich da gerade versucht habe zu verfolgen. Theoretisch kann das, glaube ich, klappen. Braucht zwar ein bisschen Finesse, aber hey. Ne? Warum nicht? Okay, so. Oh, falsche Richtung. Doch nicht falsche Richtung. Und wenn wir den jetzt ganz rausfahren. So. Dasselbe nochmal versuchen gleich. Warte. Ich weiß nicht, ob das so vorgesehen ist, falls es jetzt klappen sollte, aber ich versuche es natürlich trotzdem. Jetzt lassen wir den komplett zu Ende rollen. Jetzt muss ich aufpassen, in welche Richtung ich schiebe. Die hier. Oh, es hat nicht geklappt. Natürlich nicht. Warum sollte es auch? Ich hatte nämlich gehofft, dass er dann genug Schwung aufbaut, um sich sozusagen auf die unterste Treppe zu katapultieren. Ich könnte aber theoretisch eigentlich auch versuchen, den dann oben drin einfach zu fangen und mit so viel Schwung wie möglich, indem ich das einfach alles ganz schnell aktiviere, ja, halt aufeinander zu bringen. Warte mal, so. Was wäre, wenn ich das hier... Nee, das würde nichts bringen. Vergesst es. Ich will in die Richtung. Ja, ist gar nicht so leicht, ne? Also, ich merk's mal wieder. Wenn ich jetzt theoretisch das so hier mache und den... Aber in falsche Richtung. Na toll. Trotzdem nochmal versuchen, aber wie man sieht, es funktioniert natürlich nicht, ne? Ich wollte eigentlich in die andere Richtung gehen. Da kommt mal wieder dieses typische... Was mir schon tausendmal passiert ist, dass ich aus Versehen in die falsche Richtung lenke. Wie jetzt schon wieder gerade. Manchmal habe ich halt einfach einen Brain-Lag. So, jetzt nochmal. Und jetzt hätte ich eigentlich gesagt, ich hoffe, ich mache es jetzt nicht nochmal falsch. Genau so. Na gut, das würde aber nichts bringen, oder? Ich wüsste jetzt nicht, in welchem Sinne, ne? Aber... Ah, es ist aber knapp, ne? Theoretisch, es könnte klappen mit genug Glück. Naja. Nur das Glück ist selten vorhanden. Ich habe eh das Gefühl, ich mache irgendwas falsch, habe ich das Gefühl. Dass man das vielleicht doch anders platzieren sollte oder so. Ich meine, die beiden Teile umzuplatzieren, das würde nichts bringen. An erster Stelle, ne? Also...
Mann, es wäre doch so leicht. Es ist doch einfach nur eine normale Treppe, ne? Es ist nicht so schwer. Ja, da mittendrin kann man ja auch nichts ändern. Ich kann mir nur vorstellen, dass das so funktionieren kann, wie ich es jetzt hier gerade mache. Versuch mal was anderes. Oh, warte mal. So könnte das theoretisch auch klappen, ne? Ah, nee, stimmt gar nicht. Der wird ja dann einfach durchfallen. Nee, tatsächlich nicht. Ich versuch nochmal die alte Taktik, nenne ich sie jetzt einfach mal. Womit das eigentlich gerade vom Grundprinzip eben auch ein bisschen gefallen hat, muss ich sagen, aber es war halt nicht ganz das, was man da haben möchte, glaube ich. Nee. Ja, ich probiere mal ein bisschen rum. Ah, oh mein Gott, ich hab's. Okay, ich musste ein bisschen was umplatzieren und dann musste man halt auf den blauen Block gehen und ja, es musste reingeschleudert werden sozusagen. Ich dachte mir schon, dass der bestimmt auch für irgendwas nützlich ist. Naja, ich will mich auch einmal mit den wegschleudern lassen kurz. Wenn der Ball schon den Spaß haben darf, dann ich doch bitte auch, oder? Hui. Spektakulär. Ja, und jetzt doch theoretisch nochmal genau dasselbe umgekehrt, oder nicht? Nee, ich habe ein paar mehr Plätze frei diesmal. Und es ist alles ein bisschen anders platziert. Ja, okay. Gut, okay. Naja. Kurz gesagt, noch komplizierter. Nochmal genau dasselbe in kompliziert. Obwohl es schon kompliziert genug war das letzte Mal. Wie gesagt, probieren ist eh immer das Beste, was man am Anfang machen kann, denke ich. Na, das sah doch schon mal okay aus. Wenn ich stattdessen da einen gelben reinmache. So. Alles klar. Falten wir den wieder ein. Ich meine, er wurde ziemlich stark gegengeschmettert, aber das ist immer noch nicht das, was wir wollten. Warte mal. Warum machen wir das nicht einfach so, dass wir hier einen roten hin machen? Den auf 2. Treppe auf 3. Na gut, dann steht da unten ja... Nee, warte mal, auf 2 wäre besser. Problem ist nur, das bringt auch nicht viel. Also lieber so hier. Dann könnten wir nämlich den... Nee, geht auch nicht. Der rote kommt ja nicht hoch genug. Ach Mist. Wie soll das denn gehen? Ich probiere es einfach mal. Also theoretisch könnte man jetzt ja schon mal sagen... Man kommt schon nah genug ran. Also, naja. Auch nicht wirklich. Aber, ne, ja, ihr wisst, was ich meine. Und wenn man jetzt halt... Ja, da würde man natürlich nur runterfallen. Das ist schon klar, aber... Ich muss halt hier unten irgendwie eine Stütze bilden. Aber das geht halt schwierig, weil keine der Blöcke geht 4 Blöcke hoch. Außer natürlich der Sprungblock, in dem man raufspringt. Aber das ist ja... Das wollen wir ja nicht. So, pass auf, guck. Es ist halt, ne, es ist nicht hoch genug. Aber theoretisch wäre es schon mal von der Platzierung her nicht mal so schlecht. Ich könnte jetzt nämlich schon mal die Treppe so oder so wieder nutzen. Nur bringt die halt jetzt erstmal wenig. Ich aber jetzt hier eigentlich... Ah, nee, da kommt ja wieder nur bei der Mitte raus. Stimmt, da war ja was. Oh, das wird heute noch eine Sache. Ja, das ist anstrengender, als man denkt, ne? Man kann immer... Das Gute bei den Blöcken ist immer, man kann so ein bisschen rumschieben und dann geht der mal wieder ein Stückchen nach vorne, aber in meiner Situation hilft mir das gerade nicht wirklich weiter. Oh, er liegt so perfekt kurz. Ein Block höher und er wäre drin. Aber ich weiß gerade ehrlich nicht, wie man das machen soll. Denn man hat ja keinerlei Stütze. Also dieser Block, dieser Ball, der kann ja nirgendwo drauf stehen, um reinzurollen. Außer... Ich überlege gerade. Nee, das geht gar nicht.
Nee. Kein Block ist hoch genug dafür. Weil der geht nur 3 hoch, der geht nur 3 hoch. Wir bräuchten einen Block, der 4 hoch geht. Das ist aber keiner. Ansonsten kann der halt nirgendwo draufstehen, ne? Von oben sind auch 4 Blöcke. Also könnte man theoretisch nur von der Seite, aber von der Seite braucht man trotzdem ja noch... Halt, ne? Wo man draufstehen kann. Das Ganze ist schon ein bisschen fragwürdig. Komisch. Hallo, darf ich bitte blau da reinmachen? Danke. Ja, da kann man sich schon ordentlich den Kopf dran zerschmettern, ne? Ich merke das schon. Und das bei über 30 Grad. Das ist angenehm. So. Aber ich will mich gar nicht beschweren. Bei manchen sind wahrscheinlich gerade 40 Grad und da hat es mich noch gut getroffen dann. Jetzt habe ich nur ein permanentes Trampolin gebaut. Toll. Das bringt ja was. Ja, nicht wirklich. Aber das, ich frage mich gerade wirklich, in welcher Welt das jetzt funktionieren soll. Also, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann mir, darunter wirklich gar nichts vorstellen gerade. Okay, ich habe jetzt noch ziemlich lange rumprobiert. Und falls es das jetzt sein sollte, dann ist es doch verdammt simpel für das, was es ist eigentlich. Und zwar, ich versuch's mal. Hallo? Ein Stückchen nach vorne, mal wieder ein bisschen am Rumschieben, ich merke schon. Sieht eigentlich aus, als ob das hier irgendwie eine Sache wäre. Zumindest existiert hier halt ein Untergrund, ne? Und der kommt natürlich nur nach oben, wenn darunter ein Jump-Pad ist. Aber der möchte gerade auch nicht wirklich dorthin gelangen. Müsste da ja eigentlich rauffallen. Und hinrollen von alleine ist schwierig anscheinend, okay. Es sieht aber eigentlich so aus, als könnte es funktionieren, oder? Oder bin ich verrückt? Vielleicht bin ich einfach nur verrückt. Jetzt. Komm schon! Ja, let's go! Oh, das war viel zu... Das war viel zu schwer, holy shit. Also ich bin ehrlich, ich fand das genauso schwer wie das vom Spiel selbst ernannte schwerste Rätsel. Weil bei dem hatte man wenigstens noch ein Muster, mit dem man verfahren konnte. Und letztendlich war die Lösung dann doch so einfach, das ist traurig. Aber na gut. Hat doch noch geklappt. Und da vorne kommen ein paar Treppen. Sieht irgendwie auch alles wieder steril aus, ne? Oh Gott. Ich warte natürlich nochmal. Warum auch immer man so eine Treppen überhaupt bauen sollte. Die haben für mich wenig Nutzen, weisen die auf. So, und einmal bitte nach oben. Aber es sieht cool aus. Das muss man lassen. Das muss man dem Ganzen lassen. So, fahren wir mal nach oben. Und ich weiß gar nicht, in welchem Sektor wir uns jetzt gerade befinden. Es könnte schon der Finale sein? Der finale Sektor? Oder... Wurde uns halt schon lange nicht mehr mitgeteilt, muss man sagen, ne? Muss man mal schauen. Okay, warte mal. Wie kann ich mir denn das jetzt vorstellen? Ich komme da ja an erster Stelle noch nicht mal hoch. Oder komme ich hoch? Warte mal, ich könnte hier... Kann ich den überall hinsetzen? Nee. Kann ich mir den hierher schleudern lassen? Nö, natürlich nicht. Gute Frage, aber... wie komme ich hier raus? Hallo? Ich meine, ich kann nicht zweimal hochspringen. Und hier ist kein Block drin, mit dem wir interagieren können. Hä? Okay, was ist denn das Ziel? Was ist das Ziel jetzt gerade? Also natürlich da oben reinzukommen, ne? Aber ich sehe gerade noch nicht ganz, wie wir das überhaupt erreichen sollen. Dann erst... Ach, warte mal. Ich habe eine Idee. Okay, das können wir schon mal so drin. Bringt mir jetzt nicht viel, weil... Ja. Offensichtlich kommen wir hier immer noch nicht so gut raus. Aber das ist schon mal gut, dass wir den ganzen unteren Teil hier drehen können, wenn wir das wollen. Der landet hier. Könnte ich den nicht spawnen lassen in dem Moment, wo gerade das Teil rotiert? Dann würde das doch bestimmt bei uns runterfallen, oder?
Na, das geht nicht. Okay, man kann nichts aktivieren währenddessen. Oder? Keine Ahnung. Oh, jetzt habe ich aus Versehen das geändert. Was dreht sich, wenn ich das mache? Okay, die obere Schicht. Wenn ich da einen grünen Block hin platziere? Ja, okay, das bringt gar nichts an der Stelle. Hm. Obwohl, warte mal, wir könnten theoretisch versuchen, dass wir dann hier einen blauen Block hin platzieren. Hm. Naja, ich würde aber auf jeden Fall auch sagen, das machen wir dann erst in der nächsten Folge von Cube. Wenn ihr das also nicht verpassen wollt, schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Cube. Habt noch einen wunderschönen würfeligen Tag, lasst eine Bewertung da und wir sehen uns das nächste Mal. Bye, bye.